Schon auf dem Parkplatz vor dem Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna war am 22. September Kinderfest angesagt. Neben Seifenblasenspaß gab es eine Technikshow der Freiwilligen Feuerwehr Oberfrohna. Das Vorspiel zum tierischen Vergnügen ein paar Meter weiter. Bereits am Morgen stürmten Familien den Amerika-Tierpark, in dem der Tierpark-Förderverein und andere Vereine aus Limbach-Oberfrohna und der Umgebung bis zur Abendbrotzeit für ein buntes Kinderprogramm sorgten. Das lud zum Schauen ein und es fehlten nicht die Stationen zum Mitmachen. Dazu gab es viele Tiere. Manchen durfte man ganz nah kommen, andere konnte man beobachten. Interessant die Raubtierfütterung. Im Falle von Mähnenwölfen vielleicht ein wenig übertrieben. Sie wirken zwar aufgrund ihrer Größe sehr ehrfurchtgebietend, jagen aber nur kleine Tiere, wie Mäuse, Vögel, Frösche oder Insekten. Und sie mögen auch pflanzliche Kost. Zu happern gab es ebenso für die Zweibeiner reichlich. Ich habe von Ronny die Erlaubnis bekommen zu angeln. Ach so. Und Ronny hat gesagt, von der Stadtverwaltung, hallo, ich grüße euch, hier ist der stellvertretende Direktor Clown Herr Balzer heute und wir begutachten jetzt den Koi-Teich, denn wir wollen mit Niki angeln gehen. Die hat nämlich hier die Angel. Niki, komm. Da habe ich die Erlaubnis, nach oben, wir haben die Erlaubnis von Ronny, von der Stadtverwaltung. Ronny Friedrich hat uns die Erlaubnis gegeben, wir drei gehen jetzt Koi fischen. Wow. Na? Die ganz teuren? Die Großen, wir wollen viel essen. Wir wollen was essen. Und wir gehen dann ins Tipi, hier bei den Indianerfrauen. Und die machen schönes Feuer. Und da braten wir den Koi. Und dann gehen wir noch zum Lion Club und holen uns noch eine Flasche Sekt. So machen wir das. Das ist im Tierpark, amerikanischen Tierpark, üblich, wenn ich da bin. Und zum Dessert schlemmte man vielleicht Zuckerwatte. Die verkauften Schüler der Geschwister-Scholl-Oberschule, um Geld für die Klassenkasse zu erwirtschaften, damit das eine oder andere Vorhaben realisiert werden kann. Bei dem Besucherandrang, auch zum diesjährigen Kinderfest im Amerika-Tierpark, dürfte am Ende einiges zusammengekommen sein.